Oh, sind wir schon auf Sendung oder was? Okay, dann geht es heute um das Thema Büro. So, ich habe jetzt hier mal nochmal sauber gemacht und es glänzt jetzt wieder alles hier bei mir im Büro. Und jetzt geht es um dein Büro. Ich werde nämlich immer wieder gefragt: Hey Umut, wie schaut's aus? Wann brauche ich ein Büro? Und wie sollte ich mein Büro gestalten? Und ich möchte dir in diesem kurzen Video ein paar Ideen geben, dass du einfach mal eine Anregung hast. Und wenn du dann noch mehr Informationen brauchst zum Thema Büro, dann schreib mir deine Fragen hier, nämlich dass du konkrete Fragen hast. Dann werde ich dazu weitere Videos produzieren für dich und hier bei YouTube reinstellen, dass du dann auch immer mehr Ideen bekommst, wie du dein Büro gestalten kannst. Okay? Also beim Büro möchte ich dir die Idee geben, als allererstes, dass du darauf achtest, dass du dich nicht verausgabst, ja, weil es kommt immer wieder vor, dass Leute zu mir kommen und sagen: So, ich habe meine ersten Kunden, ich habe meine Mitarbeiter und ich möchte jetzt gleich ein Büro. Und dann frage ich immer: Okay, was ist dein Ziel mit diesem Büro? Ja, dann kann ich dort ordentlich arbeiten, kann dann auch ja, den Leuten das zeigen und das sieht halt gut aus, ja. Also die meisten wollen dann ein Büro, damit es gut aussieht. Und ja, gut aussehen kannst auch du selber. Das ist viel wichtiger, dass du beim Kunden gut aussiehst, wie dass du mit einem Büro glänzt, ja, weil das bringt dir nicht viel, gerade vielleicht in den ersten, in den Anfangsjahren. Und das bringt dir nicht viel. Viel funktioniert von zu Hause aus. Mein Vater hat sein erstes Büro im Wohnzimmer gehabt und dann hat am Wohnzimmertisch gearbeitet mit der Schreibmaschine, hat er Rechnungen geschrieben und Angebote geschrieben. Ja, da war ich noch sehr klein. Und später hatten wir unser Büro in unserem Haus, im Keller, hatten ein Zimmer, wo einfach, es war ganz klein, ja, ich glaube 9 oder 10 Quadratmeter, und in diesem Kellerzimmer haben wir noch bis zum 10. Jahr, und wo er seine Firma hatte, hat er dann sein Büro gehabt, ja, und hat dann da einen Computer gehabt und Telefon, Fax und alles war da drin, ja. Also das geht auch noch. Und dann erst war das erste Büro, was ich dann hatte, war dann ein Einzimmerbüro. Das waren so 20 Quadratmeter, und in diesen 20 Quadratmetern hatte ich einfach nur einen Tisch und hatte noch einen Schrank, noch ein Regal, meine ich. Und hatte einen Stuhl selber zum Sitzen und zwei Stühle, die ich dann hier vor mir hatte, damit dann auch zwei Leute da sitzen konnten und ich konnte dann da Gespräche führen. Ja? Und also, was ich damit sagen will, ist: Verausgabe dich nicht. Tu nicht unnötig Geld in ein Büro stecken. Du kannst das Geld viel besser gebrauchen am Anfang für den Aufbau deiner Firma, dass du deine Firma zum Wachsen bringst, dass du dann das Geld lieber nimmst, Monat für Monat 300, 400, 500 € in deine Persönlichkeit investierst, dass du Seminare besuchst, dass du ja, einfach mehr Wissen aufsaugst, weil das bringt dich viel weiter wie ein Büro, was schick aussieht. Ja? Also kommen keine Kunden zu uns ins Büro. Wir gehen immer zum Kunden. Ja? Das heißt, Büro ist total überflüssig, finde ich, gerade in den ersten Jahren. Okay, es kann natürlich sein, dass du später dann auch mit einem Büro startest, ja, und aber erst ab einer gewissen Größe macht es Sinn. Kann man auch nicht pauschal sagen, wann, okay, und das muss man dann einfach in einer persönlichen Sitzung mal darüber sprechen, was da eigentlich sinnvoll ist. Ob du jetzt ein Büro machen solltest oder nicht, hängt davon ab, was deine Ziele auch sind in der Zukunft und wo du gerade stehst einfach. Okay? So, und wenn du jetzt ein Büro aber anmieten möchtest, dann empfehle ich dir, wie gesagt, ganz klein anzufangen mit einem Raum, maximal zwei Räumen. Und also bei uns war das immer so, dass ich einen Büroraum hatte und eine Garage. Da war das ganze Material drin. So könnte das bei dir auch aussehen. Und das Büro war ich glaube, in der dritten oder sechsten Etage von so einem Bürokomplex. Ja, das war nicht ganz optimal, weil wenn man jetzt Material zum Beispiel transportieren wollte, dann konnte man das dann nicht hochtransportieren. Deswegen hatte ich ja diese Garage zum Beispiel. Ja, also das heißt, wenn du irgendwo in einem Bürokomplex bist, dann brauchst du noch mal extra eine Garage idealerweise, wo man dann direkt mit dem Auto davor fahren kann und einladen, ausladen kann. Das ist sehr, sehr wichtig. Also einen Lagerraum brauchst du definitiv, weil es wird sich einiges ansammeln: Maschinen, Leitern, Geräte, dann Chemie, ja, und, ja. Also deswegen ganz wichtig,
Eine Garage ist ein echter cooler Tipp, gerade am Anfang, dass du dort, und das kannst du günstig mieten, je nach Stadt, wo du bist, angefangen von vielleicht 30 Euro bis 80, 90 Euro im Monat kannst du eine Garage mieten. Ja? Also ganz toll. Und da hast du dann die Möglichkeit, mit dem Auto hinzufahren, ein- und auszuladen, also kein Stellplatz oder so. Ne? So, okay. Und dieses Büro, wenn du jetzt noch ein Büro haben möchtest, da empfehle ich dir wirklich, dass es vom Budget her, sollte das nicht... Das sollte nicht dein Budget übersteigen, okay? Das sollst du einfach bezahlen können, okay? Du musst Einnahmen schon haben, du musst Kunden schon haben, dass du ein Büro hast, oder du brauchst ein fettes Polster, ja? Also dass du wirklich ein paar tausend Euro auf der Seite hast und sagst, okay, für ein Jahr habe ich das Geld fürs Büro sowieso zusammen und dann kannst du das auch machen. Aber ich empfehle, also mein erstes Büro hat, glaube ich, warte mal, ich glaube 250 Euro im Monat gekostet oder 300 Euro im Monat gekostet, okay? Und ich war da schon auf einem ganz, ganz, ganz guten Level unterwegs, wo ich das gemacht habe, okay? Und habe das eine Weile so gemacht und habe das Geld lieber gespart, habe es in Maschinen gesteckt, habe es in meine persönliche Weiterbildung gesteckt, habe den Meister gemacht, habe dann den Sachverständiger gemacht, habe dann viel Geld einfach immer zur Seite legen können, sparen können und das dann zur Weiterentwicklung meiner Firma nutzen können. Ja? Also das auf jeden Fall. Wenn du auch wissen möchtest, was du alles machen könntest, um deine Firma weiterzuentwickeln, dann biete ich dir an, eine kostenlose Analyse zu machen und du hast hier die Möglichkeit, mit dem Link, der jetzt eingeblendet ist, direkt mal zu einer kostenlosen Analyse zu kommen und ich tue mal deine Firma komplett, also das ist ein Fragebogen, den du jetzt online findest, da kannst du einen kompletten Check-up mal machen von deiner Firma und einfach mal sehen, hey, ja, wo stehst du und wie kannst auch du mehr Erfolg mit der Reinigung erlangen. Ja? Also das möchte ich dir gerne dort zeigen. Also melde dich da gerne kostenlos bei dieser Analyse an und musst ein paar Fragen beantworten, am besten ehrlich. Und dann weißt du auch, was deine nächsten Schritte sind. Ja? Dann gebe ich dir da auf jeden Fall ein paar richtig coole Tipps. Okay? So, wenn du jetzt noch dabei bist, sage ich mal, weiter ein Büro anzumieten und du hast jetzt verstanden, okay, was Kleines ist sinnvoll, kannst du noch Folgendes machen. Du könntest auch ein kleines Schaufensterbüro mieten. Ja? Das gibt es auch relativ günstig, je nachdem, wo du halt wohnst, ja? Und welche Lage natürlich, davon hängt es sehr, sehr ab. Dann hast du die Möglichkeit, das könnte so ein kleiner Shop sein, wo man direkt reinkommt in den Laden und vielleicht 20 Quadratmeter und du hast aber ein Schaufenster. Und dieses Schaufenster kannst du dann schön mit deinem Firmenlogo und mit deinen Firmendaten beschriften. Ja, das ist auch eine tolle Möglichkeit, das ist auch eine schöne Art von Büro. Und die sind dann halt vielleicht, das muss nicht in einer guten Lage, sehr guten Lage sein, also nicht in der Innenstadt oder so von Frankfurt oder so oder B-Lage oder C-Lage, geht gar nicht. Das kannst du dir nicht leisten am Anfang. Kannst du später machen zum Beispiel. Aber am Anfang kannst du ja in so einem kleinen Stadtteil zum Beispiel oder in einer Gemeinde, ist das bezahlbar, so ein Schaufensterbüro? Ja, also das geht. Ja, ich nenne es jetzt mal Schaufensterbüro, okay? Das heißt nicht so, sondern ist dann einfach ein, ich denke, so ein Einzel, du müsstest dann nach Einzelhandel suchen, Einzelhandelsflächen suchen und dann halt 20 Quadratmeter oder sowas. Ne? Kann auch kleiner sein oder größer sein. Okay, gut, also das sind die wichtigen Punkte. Und dann, wenn du zum Beispiel Lagerräume hast oder halt eben Büroräume hast, dann achte schon darauf, dass die ebenerdig sind. Das ist so einer der wichtigsten Punkte, finde ich. Das macht dann nochmal einen gewissen Flair und hat einen Bürocharakter dann oder so einen eigenständigen Charakter, wenn es ebenerdig ist, ja, und du hast die Chance, dort dann mit deinem Material zu hantieren, wenn du zum Beispiel einen Büroraum hast mit zwei Räumen, eins machst du Büro, eins ist dann zum Beispiel für Lager, dann kannst du das im Erdgeschoss machen, ja, dann kannst du das im Erdgeschoss machen, wenn du so ein Objekt findest, dann kannst du nämlich einen Raum mit dem Material auffüllen und in einem Raum hast du dann die ganzen Gespräche und deinen ganzen Computer und alles. Und was ist jetzt auch der Vorteil von so einem Büro? Der große Vorteil finde ich persönlich, neben dem, dass du sehr schick dein Büro vorzeigen kannst, ja, das ist nämlich nicht der wichtigste Vorteil, finde ich. Der wichtigste Vorteil ist bei einem Büro, du hast alles vor Ort und kannst dich perfekt organisieren an einem Standort und du lernst professionell zu arbeiten, baust dir eine Bürostruktur auf, die du dann auch an einen Mitarbeiter im Idealfall weitergeben kannst. Ja? Also
an einen Mitarbeiter oder Mitarbeiterin, die dann auch diesen Posten zum Beispiel im Büro für dich übernimmt. Weil am Anfang schreibst du die Angebote, richtig? So, und idealerweise schreiben doch die Angebote später eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter für dich. So, aber um das zu tun, brauchst du idealerweise ein Büro. Ja, du kannst es natürlich auch zu Hause machen, bietet sich aber nicht so an, weil das nicht unbedingt so vertrauenswürdig dann ist für die Menschen. Ja. Und dann hast du ein Büro und kannst deine Arbeiten, die du in diesem Büro machst, irgendwann versuchen zu ersetzen durch dich, dass das halt jemand anderes macht. Ja? Und das sollte das Ziel sein, das solltest du anstreben. Und dafür solltest du eine Struktur schaffen, eine Bürostruktur. Ja? Das ist zum Beispiel so, dass ich in meiner Ausbildung zum selbstständigen Gebäudereiniger im Meisterkurs, den ich entwickelt habe, da erkläre ich auch, worauf man alles achten sollte, wenn man solch ein Büro aufbauen will, systematisch zum Erfolg bringen will, ja, dass auch später mehrere Mitarbeiter da drin arbeiten. Klar, und dass es dann größer wird und so weiter. Aber das ist ein ganz anderes Thema und das ist so komplex, was du da alles machen kannst mit so einem Büro. Aber der Grundstein ist, dass du deinen Computer dort hast, dass du deine Ordner und Unterlagen dort hast. Alles, was zur Firma gehört, gehört in dieses Büro rein, auch wenn es nur ein Zimmer ist. Und dann wird von dort aus alles dort gearbeitet und auch die Netzwerkstruktur geschaffen, dass du es die Möglichkeit hast, halt alles von dort aus zu managen. Du kannst natürlich auch etwas schaffen, dass du von zu Hause mit dem Laptop nochmal drauf zugreifen kannst. Ja, auch gut, aber im Idealfall alles vor Ort. Ja, dass dann nur noch, dass du vielleicht irgendwann nur noch draußen bist beim Kunden vielleicht, aber vor Ort jemanden hast, der das Büro managt. So war es bei mir zum Beispiel. Ich habe irgendwann dann mich aus dem Büroalltag raus, sage ich mal, radieren können, indem ich ich habe so ziemlich schnell zwei Mitarbeiter gehabt. Eins war meine Schwester damals und noch eine weitere Mitarbeiterin. Und dann konnte ich mich aus dem Büroalltag rausradieren, aber es war alles vor Ort. Und ich habe ein System geschaffen, dass diese Mitarbeiter eigenständig das vor Ort arbeiten konnten. Ja? Und das ist dann nochmal die nächste Stufe, das ist dann die Kunst, dass du das dann hinkriegst. Ja, ich wünsche dir alles Gute beim Aufbau deines Büros. Wenn du Fragen hast, dann stell sie mir hier unter diesem Video. Und wenn dir dieses Video geholfen hat, dann gib mir auf jeden Fall einen Daumen hoch. Ich freue mich, dich beim nächsten Video dann weiter unterstützen zu dürfen. Und bis zum nächsten Mal, dein Reinigungsguru.